Herzlich willkommen beim Podcast über Köthen. Wir haben heute einen Gast aus dem Kinderheim, und zwar den Leiter Titus Linke, und wir freuen uns auf das Gespräch. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine. Stefan sitzt neben mir, und wie gesagt, herzlich willkommen, Titus Linke. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Martin. Hallo Stefan. Genau. Also, wir haben uns mal den Leiter vom Kinderheim eingeladen, denn es gab immer mal wieder das Thema hier im Podcast, das Kinderheim kam immer mal wieder vor. Ich will dich ein bisschen vorwarnen, lieber Titus. Wir haben natürlich darüber gesprochen, über die Aktion von der Werbegemeinschaft, dass da immer gesammelt wird jedes Jahr zu Weihnachten. Dann diese Ärgernisse, die so auftauchen, voll geklaute Türen und was da so alles vorkommt. Und ja, vielleicht erzähl doch mal selber, wie ist gerade so der Stand? Was ist beschäftigt die Menschen, die im Kinderheim arbeiten, aber auch vielleicht auch die Kinder besonders gerade? Also die Kinder freuen sich auf Ostern. Die Kinder, ein Großteil der Kinder wird beurlaubt, sodass sie in die Familien über die Feiertage zurückkehren können. Jetzt müssen wir ganz kurz nur noch aufklären, weil wenn ihr das hört, ist Ostern schon vorbei. Die Kinder freuten sich auf Ostern, aber wir haben uns vorher getroffen, aus terminlichen Gründen, haben wir dieses Gespräch vor dem Osterfest aufgezeichnet. Alles gut. Genau. Das war hochaktuell. Und dann werden die Kinder wieder da sein und begeistert erzählen. Aber das ist für die Kinder immer schon nochmal ein Highlight. Und zu Corona-Zeiten, wo das dann auch nicht möglich war, hat es auch eine Weile gedauert, dass wir in Gang gekommen ist. Und jetzt sind die Kinder froh, und auch insgesamt ist es schon eine positive Sache, wenn ein Teil der Kinder auch über die Feiertage nach Hause kann. Dennoch ist immer noch ein ganzer Teil dann auch im Heim. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, sind Sie nicht bei Ihnen im Heim, damit Sie nicht zu Hause sind? Richtig, und trotzdem geht es ja um Hilfe, auch um Hilfe zur Erziehung für die Eltern. Und es geht im optimalen Ansatz auch um Rückführung. Und das gelingt nur, wenn Kontakte da sind. Und die Besuche sind ja zu Ostern dann vielleicht einen Tag länger, aber in der Regel dann eine Übernachtung, zwei Übernachtungen maximal. Und das wird natürlich begleitet. Und das ist natürlich immer auch Ziel, die Eltern und die Kinder so aneinander immer wieder auch zu gewöhnen und die Beziehungen zu erhalten, dass gegebenenfalls in Einzelfällen das dann auch möglich ist, dass eine Rückführung möglich ist, umgesetzt werden kann. Aber es geht natürlich vor allen Dingen auch darum, dass schon auch keine Entfremdung stattfindet. Und dafür sind solche Besuche schon auch gut. Wie oft klappt das? Also, dass Sie irgendwann sagen, Mensch, Paulchen, du kannst wieder zu Mama, zu Papa? Unterschiedlich. Manchmal entscheidet das Jugendamt dann, dass das so gemacht werden sollte, wo wir dann manchmal auch ein paar Bauchschmerzen haben. Auch das gibt es. In der Regel ist es aber so eine gemeinsame Entscheidung in den Hilfeplänen. Und also ich würde denken, wenn es aktuell, wir haben schon lange Aufenthaltszeiten von den Kindern bei uns, so in einem Jahr zwei, drei Fälle gibt, dann ist das schon eine ganze Menge. Okay, aber ich wollte jetzt den spannenden Informationsfluss nicht unterbrechen. Hab's ja, aber die trotzdem Erzieher getan, und Mitarbeiter waren noch angesprochen. Und da beschäftigt uns im Mitarbeiterkreis schon im Moment vor allem, dass wir überall, und ich höre, das geht allen so, aber das hilft uns nicht weiter, dass es schon auch einen eklatanten Fachkräftemangel gibt. Und da sind wir dabei, neue Wege zu suchen und zum Teil auch zu gehen. Und aber trotzdem ist es schon für uns relativ spät vielleicht gekommen, aber trotzdem seit einem Jahr sehr hautnah spürbar, dass es schon immer wieder Bewerbungen gibt, aber in der Regel die Qualifikation fehlt. Und dort dann, dass es auch schwierig ist, mit den Behörden irgendwelche Kompromisse zu schließen. Das ist völlig verständlich, im erzieherischen Bereich müssen Fachkräfte da sein. Aber dort, wo auch Fortbildungswille vorhanden ist, könnte man auch Kompromisse eingehen. Das ist im Moment sehr schwer, obwohl die Situation sehr prekär ist. Und wir sind jetzt dabei, diese Woche haben wir uns selbst darum bemüht, auch einen Student für Kindheitspädagogik bei uns anzustellen, was das Amt jetzt nicht so sah. Und wir dann gesagt haben, okay, das versuchen wir trotzdem durchzuziehen. Und Praktikanten zu gewinnen, wird immer schwerer. Also das ist schon eine Situation, die uns sehr beschäftigt. Insgesamt ist es so, dass als ich vor gut zwei Jahren in die Asche gekommen bin, ein Team vorgefunden habe, was in der heutigen Zeit eine sehr erstaunliche
Verweildauer in der Einrichtung hatte. Also da gab es Dienstzeiten oder Jahre von über 30. Und das hat dann auch gezeigt, dass natürlich ein Generationswechsel dann zum Teil nötig war. Und das ging anfangs auch ganz gut, aber wie gesagt, seit einem Jahr ist das schon auch schwierig. Wie ist denn das, wenn man vielleicht mit jemandem, der schon seit 30 Jahren in der Arche arbeitet, in Köthen durch die Stadt läuft? Ist das dann so, dass an jeder Ecke gesagt wird, ach, guck, da ist Britta, da ist Fritz und Britta war mal bei uns und heute ist sie Verkäuferin im Supermarkt X? Oder findet sowas gar nicht statt? Verliert man die Bewohnerinnen und Bewohner dann auch aus den Augen? Also unterschiedlich. Die Mitarbeitenden, die haben diese Erfahrung. Die treffen die Leute, auch wenn manche auch wegziehen oder dann nicht in Köthen sind. Aber das ist schon immer mal wieder ein Thema, Treffen mit Ehemaligen. Es gibt von den Kindern, ehemaligen Kindern, relativ wenige, die den aktiven Kontakt halten. Das gibt es schon auch. Die kommen dann alle Jubeljahre mal. Und das tut auch den Mitarbeitenden gut. Manchmal gibt es da auch Post von Ehemaligen. Letztes Weihnachten kam dann von einer Frau eine Weihnachtskarte, die schon viele Jahre nicht mehr im Heim ist. Das ist dann schon auch nochmal gut und tut gut. Aber die Kontakte, die sind schon so, dass die sich meistens dann verlieren. Ja gut, ich sag mal, es ist ja auch jetzt nicht auf Dauer ausgelegt. Nee, und es ist auch vielleicht ein Zeichen, dass man dann auch angekommen ist. Ja. Aber in der Regel, wenn wir Rückmeldungen bekommen, die sich melden, die sind dann schon in der Regel auch positiv. Und eine gute Gelegenheit, ganz viele Ehemalige zu sehen, bietet sich ja jetzt in der nächsten Zeit. Also genau. Jetzt noch nicht dieses Wochenende, aber dann das Wochenende, was bald folgt. 1. Mai. Der Montag, 1. Mai. Da werden wir das Ehemaligen-Treffen haben. Und am Tag zuvor, am 30.04. feiert die Arche 75-jähriges Bestehen. Das ist schon eine besondere Sache. 30.04.1948 wurde das Kinderheim in Köthen gegründet. Und es gehört zur Tradition der Arche dazu, dass sie bei den Jubiläen immer im Anschluss ein Ehemaligen-Treffen durchführt. Und ich selber war persönlich erstmal skeptisch, weil ich dachte, Historie des Kinderheimes und da gibt es ja auch manchmal ganz andere Geschichten und wie werden wir die Ehemaligen auch erreichen? Viele Adressen verlaufen sich und stimmen dann ja auch nicht mehr, sind nicht mehr aktuell. Und die Mitarbeitenden haben ja auch immer gesagt, das ist ein großes Highlight, darauf wollen wir auf keinen Fall verzichten. Und jetzt in der Vorbereitung merke ich, dass Rückmeldungen kommen von über 80-jährigen Menschen, die zum Teil sich auch entschuldigen, dass sie gesundheitlich nicht mehr kommen können, aber dann plötzlich spenden wollen. Wo ich denke, oh, eigentlich wäre es ja andersrum, ja? Wir wollten ja was Gutes tun. Und wir haben, hat sich eine 89-jährige ehemalige Mitarbeiterin gemeldet, die hier in Köthen noch wohnt, die sich riesig freut und die Einladung persönlich sich eingeklagt hatte, weil ich ihre Adresse nicht mehr hatte, die in den 60er Jahren in der Arche gearbeitet hat. Und das sind so Bindungen, da war ich noch nicht mal geboren zu der Zeit, wo ich sage, das ist dann schon was ganz Besonderes für eine Einrichtung, vor allen Dingen für ein Kinderheim, wenn solche Kontakte noch da sind, solche Verbindungen und so eine Dankbarkeit. Also das ist viele Jahrzehnte her und trotzdem gibt es noch Menschen, die sagen, damals, das war eine wichtige Zeit und eine gute Zeit. Wie lange ist denn das Kinderheim schon in dem Haus drin, wo es jetzt ist? Seit dem ersten Tag. Ach so, okay. 30.04.48, es war vorher, also vom Hospizpfarrer mal gebaut und in Anspruch genommen, das ging nicht lange. Dann zog der Bürgermeister ein und bis 45 war das tatsächlich Bürgermeistervilla. Nicht, dass Christina Buchheim sie jetzt enteignet. Naja. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall war das dann relativ schnell entschieden worden, dass es Kinderheim werden soll. Das war von der sowjetischen Besatzungszone dann so in die Wege geleitet. Und dann gab es eine Frau Treutsch, die erste Heimleiterin. Die lebt inzwischen nicht mehr, ist sehr alt geworden, über 90 Jahre. Und das muss eine äußerst eindrückliche Person gewesen sein. Und wie gesagt, wenn nach über vielen Jahrzehnten die damaligen Bewohner sagen, die Person hat
für uns alles getan. Und die hat in schwierigen Zeiten, wo es ja um ganz andere Dinge ging, als drüber nachzudenken, auch selbst am Anfang um Schule oder sonst was, da ging es einfach ums Überleben. Die muss eine großartige Arbeit gemacht haben, die auch weit dann in die Folgejahre hineingewirkt hat. Das ist schon spannend, eine ewige Zeit. An dem Haus sieht man, dass es schon älter, ne? Also von außen, ihr kennt das vielleicht alle, an der Bertech-Promenade steht es, falls sich jetzt irgendwer gefragt hat, wo ist denn die Bürgermeistervilla gewesen? Die ist genau neben dem Wolfgangstift, links daneben, wo jetzt das Kinderheim drin ist. Jeder, der es noch nicht wusste, genau da. Aber ein wunderschönes Haus, finde ich. Also hat ein ganz ausgesprochenes Flair, auch vor allen Dingen innen, wer schon mal da war und so die Aula so gesehen hat, das ist schon was Besonderes. Punkt. Punkt. Aber. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt kommt's her, die alten Häuser. Ja, also es ist schon so, dass das, also es wurde viel gebaut in den Jahren und es ist auch immer wieder notwendig, aber was uns aktuell, es gab ja vor uns auch die Frage nach der Aktualität, schon auch umtreibt, ist, dass es bei diesen alten historischen Häusern sicherlich klimatechnisch schwierig ist, überhaupt auch so Dämmung und alles, das ist natürlich alles schwierig, aber ist es vor allen Dingen herausfordernd in einer Zeit dann auch alles noch denkmalgerecht zu machen und da gibt es schon manchmal Reibungspunkte, die teilweise auch eine Historie haben, die auch lange vor meiner Zeit liegt, was das Leben einem manchmal auch nicht so einfach macht. Wenn ich mir das jetzt vorstelle mit Ihren jungen Bewohnerinnen und Bewohnern, wie schafft man das denn auch, die so ein Stück weit, ja, ich nenne es mal so up-to-date zu halten? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ein Jugendlicher jetzt auch aus Schulzwecken keinen Computer hat, kein Handy hat oder Pad oder sonst was, dann wollen alle jetzt solche Kopfhörer und gerade ganz innen diese Brillen, diese Virtual Reality Brillen. Wie schafft man das denn auch solchen Wünschen gerecht zu werden? Also gerecht werden kann man sicherlich dem Ganzen, wenn man den Anspruch hat, auf dem neuesten Niveau zu sein, nicht. Die Frage ist, ob das auch so sein muss. Das ist ja auch zu Hause die Frage, ob man immer das neueste Handy braucht. Ne? Das ist die Frage. In der Versuchung, alles neu zu haben, sind unsere Kinder gewiss nicht. Es gibt so ein paar Themen, die natürlich eine Rolle spielen, Tablet, Handy, die schon auch wichtig sind und wo wir natürlich auch keinem in Gefallen tun, wenn man die Kinder davon völlig fernhält. Sondern es geht ja eher darum, eine sinnvolle Nutzung auch anzueignen, sich selber und ihnen dabei zu helfen. Und das gelingt dann ganz gut. Es gibt eine legendäre Geschichte aus der Corona-Zeit. Mancher Zuhörer wird das vielleicht noch sich erinnern. Da gab es ein großes Projekt von der Bundesregierung mit Schulcomputern, also Laptops. Und die wurden dann auch gekauft und natürlich auch unseren Kindern angeboten. Und dann kommt man manchmal in so bürokratische Winkelzüge hinein. Also das war wirklich schwierig. Am Ende haben wir durch Kuratoriumsbeschluss entschieden, dass die Haftung sogar die Arche übernehmen würde, wenn so ein Gerät dann defekt ist oder verschwindet oder so, weil die Versicherungen sagen, ja, tragen wir natürlich, aber nicht, wenn es Eigenverschulden ist, ja, bei Kindern. Und das ist das eine. Und die Behörden haben sich die Bälle gegenseitig zugeschoben, weil das dann von der Landesregierung zur Verfügung gestellte Geräte waren und das Landkreis sich dafür nicht zuständig hat. Also das sind so Dinge, die sind manchmal auch ein bisschen anstrengend. Da wollte man was Gutes tun, hat das sicherlich auch gut gemeint. In der Ausführung ist es oft schwierig. Und das ist auch für die Kinder dann schwierig. Auf der anderen Seite muss man sagen, was die Schule betrifft, da sind die Schulen auch kooperativ und dann findet man auch immer einen Weg. Aber Fakt ist, dass unsere Kinder sicherlich nicht die sind mit den innovativsten Geräten und die sich das meiste leisten können. Manchmal herrscht ja auch dieses Klischee vor, die armen Kinder im Heim, dem würde ich auch gern entgegenwirken. Also den Kindern geht es sicherlich so in den Beziehungen gut und es ist auch nicht so, dass sie sich gar nichts leisten können, nichts haben. Also da ist schon auch sowohl von den Familien wie auch von Spendern und wie natürlich auch durch die Einrichtung sind wir da schon auch bemüht und ich denke, schaffen das auch ganz gut, sie da up to date zu halten. Also es ist zumindest, wenn wir gerade mal so bei den Gerüchten bleiben,
ist ja auch, dass man so sagt, okay, oder wenn man dann so auch mit Leuten spricht und sagt, okay, wir haben mal den Leiter der Arche bei uns zu Gast jetzt im Podcast, dann kommt ja durchaus auch so, naja gut, die Kinder, die sind ja sowieso alle sozial defizitär und die Hälfte heißt Ritter. Naja, das klassische Köthen-Klischee. Das ist tatsächlich das Köthen-Klischee und ist tatsächlich auch so, so traurig wie das sein mag, dass der Ruf da weit ins Land hallt. Aber dem will ich ganz gerne entgegenwirken. Auch wenn ich nicht in Köthen wohne, ich glaube, dass Köthen eine sehr schöne und reizvolle Stadt ist und wesentlich mehr zu bieten hat als irgendwelche Familienklischees. Von Zeit zu Zeit kommt in der Herkunft tatsächlich manchmal auch sowas vor. Das ist für uns nicht wichtig. Für uns ist es wirklich wichtig, die Familien zu sehen, die Kinder zu sehen und völlig egal von welcher Herkunft, auch von welcher, aus welchem Land sie kommen, wo auch immer, da sind wir ganz offen und frei. Wir sind natürlich eine Einrichtung, die einen christlichen Träger hat und die auch aus dem christlichen Weltbild heraus arbeitet und das auch mit Überzeugung tut. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich offen für alle und versuchen, soweit das auch möglich ist, dem auch entgegenzuwirken. Also welche Familien da bekannt sind oder auch nicht bekannt sind, das sollte wirklich keine Rolle spielen. Und es gibt auch Bewohnerinnen und Bewohner, die aufs Gymnasium gehen etc. Also es ist jetzt nicht so, dass alle da nur ja, nee. Also wie gesagt, es ist ja, gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand bei Ihnen landet. Und das hat ja jetzt auch nichts mit der Bildung oder Intelligenz oder sonst was. Genau. Und deswegen ist auch immer, auch wenn es nicht immer möglich ist, das Ziel, was ich vorhin angedeutet habe, dass man schon darauf hinwirkt, dass es auch eine Rückführung gibt. Bei manchen geht es nicht, das ist von Anfang an dann auch klar. Aber trotzdem ist es erstmal ein großer Unterschied. Und wir haben auch das in der Schule, gerade in Corona-Zeiten, das war eine besonders herausragende Leistung unserer Erzieherinnen und Erzieher. Man muss sich das vorstellen, war ja Homeschooling. Und es ist ja nicht so, dass denn alle ein Schultyp sind, sondern gemischten Alters, da sind auch noch Kindergartenkinder dabei, die sitzen an einem Tisch, machen Homeschooling, der eine für die Förderschule, der andere für die Sekundarschule, der nächste Klassenstufe 9, der andere Klassenstufe 5. Und das sind schon besondere Sachen und trotzdem glaube ich, dass es durch das Engagement der Mitarbeitenden und auch das gute Klima, was ich glaube bei uns auch herrscht, dass dann schon so ist, dass selbst solche schweren Herausforderungen gut gemeistert werden. Und die Klischees, ja, ich weiß nicht, ob man die generell komplett abstreifen kann. Ja, Klischees sind halt auch manchmal Klischees. Und dann lässt man sie dort, wo sie sind. So ganz, vielleicht für alle, die da zuhören und sich fragen, wie funktioniert denn das überhaupt in so einem Heim? Hat da jeder ein eigenes Zimmer? Wie ist denn das organisiert? Also ich weiß das, aber ich frage dich das trotzdem. Klar, die Fragen stehen sicherlich im Raum. Und es ist ja, der Trend geht ja deutlich zu Kleinstwohngruppen. Bei uns ist es so, in unserem Haus sind 20 Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren und es hat nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer. Das geht auch räumlich nicht. Wir haben Doppelzimmer und Einzelzimmer. Und manchmal, wenn dann Neuaufnahmen sind und das passt nicht so vom Alter her oder auch vom Geschlecht, dann gibt es schon mal Umzüge, dann intern von einem Zimmer ins andere. Aber insgesamt ist es schon so, dass die natürlich, wir versuchen, die ihre festen Zimmer zu haben und die haben auch ihre festen Bezugserzieher. Wir haben also zwei Wohnbereiche, damit das die Einheit auch etwas kleiner ist. Und dann ist es so, dass die Bezugserzieher nicht nur für ihre Kinder da sind, aber natürlich schon auch eine besondere Beziehung aufbauen können und eine besondere Kontaktperson sind. Und insofern ist es schon so, dass der Ablauf in dem Wohnbereich viel abläuft. Also Frühstück und Abendbrot wird im Wohnbereich eingenommen. Mittag, wir leisten uns den Luxus eines eigenen Koches, der auch einer zu den beliebtesten Personen ist ja auch nicht selbstverständlich. Es schmeckt auch nicht immer, ist auch klar. aber ich staune auch da, wie dankbar das durchaus angenommen wird. Und vom Ablauf her in der Woche, jetzt haben wir noch Ferien, dann nicht mehr, wenn das gesendet wird, ist der Ablauf schon nochmal in Ferien anders.
In der Schule sind ja morgens die Kinder dann unterwegs, im Kindergarten, in der Schule. Und wenn sie nach Hause kommen, gibt es Mittag, dann gibt es eine freie Zeit. Dann gibt es die nicht so ganz gewollte und geliebte Hausaufgabenzeit, aber was natürlich auch nochmal wichtig ist. Und ja, dann einen Kaffee trinken am Nachmittag, freie Zeit. Und da wir ein schönes Außengelände haben, oft auch die Nutzung des Außengeländes. Ja, und dann gibt es ganz zum Schluss altersgerechte Zu-Bett-Geh-Zeiten. Wann muss man verschwunden sein? Naja, altersabhängig halt, aber die Älteren sollten dann schon auch mal in der Woche um 9 dann verschwunden sein. Ist ja Schule schließlich. Ja, wie zu Hause. Ja. Ist ja auch. Und du hast gerade angesprochen, Außengelände. Ist ja für viele, die in Köthen, die im Friedenspark spazieren gehen, die können auch so ein bisschen hinten in den Hof reingucken vom Kinderheim, können es mal sehen, den Fußballplatz. Und vielleicht habt ihr auch schon mal den jungen Mann tanzen sehen. Ihr solltet um die Runde mal drehen. An einem Nachmittag kann man jemanden im Michael Jackson-Style dort tanzen sehen. Der kann das richtig gut. Okay. Das ist total, ich bin immer begeistert, wenn ich mein Kind abhole im Kindergarten, dann kann man auch das sehen, der ist da immer am Tanzen. Also wenn das Wetter gut ist, das muss man natürlich, also kommt bei Sonnenschein, aber ansonsten ist das echt, das ist was, da kann man mal gucken. Ich glaube, der freut sich, wenn man auch guckt. Wir haben ja einen Kunstrasenplatz. Vorher hat er vorne an der Mauer getanzt, da wollte er vielleicht nicht so gesehen werden. Jetzt macht er das meistens auf dem Fußballplatz. Und dann kann man das tatsächlich gut beobachten. Er zieht sich dann auch immer mal so ein paar Zöglinge mit ran, die dann es mit üben. Ja, das hört man an der Musik. Also wenn Michael Jackson im Friedenspark dröhnt, dann kommt das aus der Arche. Und der hat das seit 2 Jahren bei uns und hat sich am Anfang nicht so getraut und macht es jetzt aber wirklich richtig gut. Und wird auch zum Kinderfest, zum Parkfest da seinen Auftritt haben und zu solchen Aktionen dann auch gerne mal tanzen und ja, schon. Kinderfest, Parkfest heißt jetzt am 30.04. Nein, dann? Oder nein, nein. Zum, oder vom extra? Popcorn okay. Wird 3. Juni? 3. Juni, ja, am Samstag. Okay. Am Samstag nach Pfingsten. Nach Kindertag, genau. Nach Pfingsten das übliche jährliche Parkfest stattfinden. Und da gibt es eine Bühne und da wird auch er dann seine Künste zu Besten geben. Es ist wirklich stark, was er da sich so alles selber aneignet. Wie läuft das denn jetzt auch mit Freizeit, ich sag mal gerade mit Vereinen etc.? Ist das jetzt möglich oder gibt es auch Kinder, Jugendliche, die jetzt im Sportverein oder in Vereinen so jetzt, um Gottes Willen, das Geräusch war ich verzeihe, Entschuldigung. Ist das so auch wie, ich sag mal, in einer ganz normalen Familie möglich? Das mag jetzt ein bisschen gemein klingen, aber Corona hat da ein bisschen was kaputt gemacht. Wir hatten also auch eine Turnhalle in Nutzung und einen Kollegen, der da wirklich auch sehr aufging. Der wurde da etwas jäh dann aus der Turnhalle geschmissen, obwohl der da völlig alleine war und so. Und in den Vereinen, das gibt es tatsächlich, aber da ist dann einiges eingeschlafen und dann auch wieder schwer in Gang gekommen. Nichtsdestotrotz hatten wir auch Jungs, die schon beim Judo mit dabei waren, nicht ganz durchgehalten haben, aber auch über einen längeren Zeitraum dort mit integriert waren. Wir haben auch eine sehr gute Kooperation mit der Schwimmhalle dort ist auch ein Mädel mit aktiv beim Schwimmen im Verein. Und so gibt's das immer wieder. Im Moment gibt's so ein bisschen den Wunsch, bei unserem anderen Nachbar auf der anderen Seite, bei der Feuerwehr, mitzumachen. Und auch das ist eine ganz tolle Geschichte, wir haben gut aufgenommen, wo wir immer wieder am Üben und am Fördern und am Motivieren sind, ist, die Dinge dann auch wirklich kontinuierlich durchzuziehen. Das ist aber eine altersgemäße Sache. Das ist nicht nur bei Heimkindern so, sondern generell so. Ja. Heutzutage will man vieles anfangen und ist ganz begeistert und dann ebbt das schnell ab. Und da sind wir auch manchmal so am Arbeiten, aber das findet statt. Genau. Ich habe auch als Kind mal Geige gespielt. Ja. Bis mein Vater es verboten hat. Aber das ist dann tatsächlich. Ich hatte mehrere Versuche. Das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, es ist Zeit. Wir haben ja immer eine besondere Aufgabe, wenn wir Gäste bei uns haben. Und die lautet Bibel oder Blockbuster. Das heißt, es gibt gleich ein Zitat. Und Sie müssen entscheiden, stammt dieses Zitat aus dem Buch der Bücher? Mhm. Oder stammt es aus einem bekannten Film oder einer bekannten Serie? Also Filme sind nicht mein Genre. Ja, aber vielleicht das andere. Also unser Standardbeispiel ist immer, ich bin dein Vater.
ne, das wäre dann in dem Moment, könnte auch aus der Bibel stammen, aber ja, ist halt aus Star Wars. Okay. Ne? Und deshalb jetzt gleich der Satz der Sätze und dann das große Raten. Es gibt übrigens auch nichts zu gewinnen. Okay, und, aber immerhin. Aber immerhin. Doch, Anerkennung. Und Anerkennung, Ruhm. Ja, genau. Ja. Wehe, das klappt jetzt nicht. Meine Damen und Herren, Bibel oder Blockbuster? So, lieber Titus, das Zitat lautet: Eine rote Sonne geht auf. Heute Nacht ist Blut geflossen. Oha. Also wenn ich nach der Bibelstelle gefragt werde, habe ich keine Ahnung. Aber wenn die Frage so gestellt wird, kommt es aus der Bibel. Also du sagst Bibel? Ja. Okay. Wo könnte es denn in der Bibel halbwegs passen? Der Altes Testament. Die Sonne geht auf. Die ist lange aufgegangen. Eine rote Sonne geht auf. Eine rote Sonne geht auf. Also heute Bibelstelle Nacht muss ich passen. Ist Blut geflossen. Ja, ich weiß nicht, ist das schon ein Kündigungsgrund, wenn man die Bibelstelle nicht weiß? Also nein, überhaupt nicht. Zum Glück gibt es Fachkraft. Genau, ja. Aber tatsächlich, die richtige Lösung ist Herr der Ringe. Okay. Ja, aber nicht schlimm. Ne? Das war klar. Blockbuster ist nicht mein Ding. Ich muss ja fairerweise sagen, wir suchen auch immer Zitate raus, die wirklich überall stehen können. Ja, das ist so. Es war so absurd, dass ich schon wieder dachte, es muss es auch nicht mehr. Nein, alles gut. Ist ja tatsächlich auch nur ein kleiner Teil. Und alle, ich glaube, ja, man kann Glück haben, man kann Pech haben. Und am Ende hat man eine 50-50-Chance. Ein Thema hatten wir vorhin schon mal so kurz angesprochen, sind da wieder so ein bisschen von weggekommen, auch aus dem, wo sie sagten, wir sind gut versorgt, die Kinder haben natürlich definitiv zu essen, anzuziehen etc. Kann man ihnen trotzdem irgendwie helfen und wenn ja, wie? Also wir sind sehr dankbar, dass tatsächlich viele immer wieder auch Anfragen kommen und ich immer wieder staune, wie wir auch in der Präsenz in der Stadt vorhanden sind. Es ist schon so, dass wenn Weihnachten naht, dass viele Anfragen kommen und wir uns manchmal wünschen würden, so manche Unterstützung vielleicht auch im Jahr mal angefragt werden könnte. Es gibt viele Dinge, die uns überfordern, wo Anfragen kommen, wo wir, was alles so zu lagern wäre, wo man sagt, okay, das ist schön, das können wir vielleicht auch noch gebrauchen, aber im Moment uns nicht weiterhilft, dann ist es tatsächlich so, dass ich manchmal auch absagen muss, weil wir einfach auch nicht die Möglichkeit haben zum Lagern. Geht das jetzt so Richtung Möbel oder so? Oder na, Möbel ist jetzt, generell, das, ja, das hängt schon bei, also heute hatte ich eine Anfrage in Bezug auf Geschirr, dass jemand sagt, mein Geschirr ist noch in Ordnung und so weiter. Und wir bekommen viele Anfragen, sind das sehr dankbar dafür. Die Standardfrage ist, wir haben ganz viele Plüschtiere. Das müssen wir leider ablehnen, weil zum einen viele im Heim vorhanden sind, zum anderen ist es immer auch eine hygienische Frage. Gerne fragen. Wir haben vor einem halben Jahr, würde ich denken, eine ganz liebe ältere Dame gehabt, die uns auch gleich zwei Sofas zur Verfügung gestellt hat, in Top-Qualität. Sowas kommt auch immer wieder und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Wir haben auch schon eine Tischtennisplatte gesponsert bekommen. Insofern gibt es immer wieder Anfragen. Nicht alle können wir annehmen, aber wir sind sehr dankbar für die Leute, die an uns denken und dann auch nachfragen. Okay. Genau, und ganz passend ist der Sonntag, der jetzt folgt. Ja, heute ist ja Freitag. Magst du zur Sonntagsfrage übergehen? Na sicher, okay. Da bin ich ja schon mit der Schule. Es ist quasi Monogenität, ja, der Lieblingssonntag von dem Stefan. Ja, endlich ist wieder wie quasi Monogenität. Genau, wie die kleinen Kinder heißt er, dieser Sonntag. Und er passt, finde ich, wunderbar zu unserem Gast heute mit dem Kinderheim. Das ist, also besser kann man das gar nicht planen, finde ich. Also genau, und am Sonntag ist natürlich auch wieder ein Predigttext dran und da ist es ein alttestamentlicher Text. Der Kampf vom Jakob am Jabbok. Ich glaube, jemand, der nicht in der Bibel zu Hause ist, der kennt das nicht. Also ich muss sagen, hier in der Gegend, wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, ich glaube, 8 von 10 wüssten nicht,
damit irgendwas anzufangen. Ich glaube 12 von 10. Das könnte durchaus sein, auch die anderen nicht so. Es ist aber eine ganz spannende Geschichte, weil dieser Jakob sich nämlich auf den Weg macht und er dann im Abendrot bis zum Morgengrauen mit jemandem ringt, den er nicht erkennt. Und es im Nachhinein rausstellt, dass es Gott war, mit dem er gerungen hat. Und das ist so eine ganz spannende Geschichte, weil das so, so eine Frage, warum macht er das und was passiert denn da eigentlich? Und wie ist das eigentlich, wie hat das eigentlich mit dir zu tun? Warum ringst du auch manchmal mit Gott und warum eigentlich nicht? Mhm. Das ist die Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Und es ist eine herzliche Einladung natürlich dann auch zum Gottesdienst zu kommen am Sonntag. Der also ist, am 16. April. Genau, und der müsste dann wieder in Agnus sein, denke ich, 9.30 Uhr. Herzliche Einladung und dazu. Sollten Sie jetzt vor der Agnuskirche stehen und es ist niemand da, dann laufen Sie schnell den Berg hoch, dann ist es in St. Jakob. Aber es ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich an der Stelle immer wieder staunen muss, wie Jakob das wirklich hingekriegt hat. Ja? Also es war ein unfairer, ungleicher Kampf. Und tatsächlich ist er da auch körperlich als Verlierer rausgegangen, aber er hat mit Gott gerungen. Und das Beeindruckende für mich ist, Gott lässt mit sich ringen. Also das geht mir auch manchmal so, dass ich da so meinen Ringkampf mit Gott führe und am Ende dann einfach auch noch staunen kann, selbst darauf lässt sich Gott ein. Aber jetzt und guck mal nur zurück, es ist in St. Jakob, 9.30 Uhr, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, kommt nach St. Jakob bitte. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt doch die Geschichte mit Jakob müssen wir in Jakob erzählen. Das ist richtig. Das ist naheliegend. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also kommt nach St. Jakob, 9.30 Uhr, die Uhrzeit stimmt aber. Also, somit haben wir wieder eine Folge erfolgreich abgeschlossen, eures Lieblingspodcasts über Köthen. Abonniert uns gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an überköthen@kircheanhalt.de. Genau. Und dann in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen das Wochenende mit dem Sonntag Quasi-Modogenity. Ich sag's nochmal extra danke. Für Stefan. Ich bin dankbar. Danke dem Titus. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Schönes Wochenende allerseits. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. So, geschafft. Ja, eine Frage hätte ich jetzt zwar noch gehabt, aber die habe ich natürlich die ganze Zeit vergessen.